Herzlich willkommen zurück, Thomas. Heute wollen wir über Data Warehousing reden und damit wir damit anfangen können, fangen wir doch mal mit etwas ganz Grundlegendem an. Was ist denn so der unterschiedliche Anwendungsfall von Datenbanken und was sind jeweils die Herausforderungen in diesen Use Cases? Ja, also typischerweise haben wir ja in einem Unternehmen, wie beispielsweise auch einem Krankenhaus, natürlich eine ganze Reihe von Systemen, die wir ja auch in der vorherigen Vorlesung ja auch schon kennengelernt hatten, in denen eben die tatsächliche alltägliche Erhebung und Bearbeitung von Daten stattfindet, wie eben die PDV, das LIS, das RIS oder auch das klinische Arbeitsplatzsystem. Und die typische Anforderung, die ich in so einem System natürlich habe, ist eher granular auf einzelnen Datensätzen zu arbeiten. Also das heißt, die Hauptherausforderung ist eben, den einzelnen Datensatz eines Patienten oder auch einer einzelnen Diagnose eben schnell auffinden zu können, diesen Datensatz anzuzeigen und vielleicht auch eine kleine Änderung daran halt manuell vorzunehmen, eben durch Data Entry oder auch Neueingabe und dann diesen einen Datensatz wieder wegzuspeichern. Das sind also kleine Transaktionen, die dort durchgeführt werden. Und das ist genau das, was man dann eben auch als OLTP-Systeme bezeichnet, also Online Transactional Processing-Systeme. Und solche Systeme unterstützen grundsätzlich natürlich auch das Auswerten dieser Daten. Das heißt, auch auf den Datenbanken, die so einem OLTP-System zugrunde liegen, kann ich natürlich auch Auswertungen fahren. Es ist nur so, dass tatsächlich die Performance, die ich eben bekomme, wenn ich diese Datenbanken, die ja doch eher transaktional ausgerichtet sind, dass die eben deutlich unter dem liegt, was ich eigentlich erreichen könnte, wenn ich die Datenbank eben eher für analytische Zwecke eben aufbereite. Wir wollen ja jetzt eigentlich Daten analysieren. Was für ein Mechanismus kommt dort zum Tragen? Gegenseite, die ich eben habe, wenn ich jetzt Daten primär für analytische Zwecke aufbereite, ist eben das OLAP, also das Online Analytical Processing. Und da spielen jetzt eigentlich zwei Sachen rein. Das eine ist, dass wir im OLAP eben die Datenstrukturen unserer Datenbank eben grundsätzlich so anpassen, dass sie eben weniger für dieses atomare, granulare Verändern und Aufrufen einzelner Datensätze eben optimiert sind, sondern dass sie eben eher für das Massenverarbeiten von Daten, also das Selektieren großer Datenmengen nach entweder vorgegebenen, auch über die Zeit vielleicht akut ad hoc auftretenden Selektionskriterien eben optimiert sind. Und dass ich mit diesen Daten eben auch primär dann auch aggregiere und eben tatsächlich auch Auswertungen damit mache. Das ist dieser eine Aspekt eben, das heißt, dass die Datenbank von ihrer Struktur her eben darauf optimiert ist, diese Art Abfragen zu unterstützen. Und der andere Aspekt ist aber auch die Frage, wie ich die Daten tatsächlich auch darstelle und in diesen Daten auch navigiere. Und auch da ist es so, dass wir bei OLAP eine andere Herangehensweise haben. Vielleicht so das, was man am ehesten in Excel aus dieser Kreuztabellenansicht, aus dieser Pivot-Tabellenansicht eben kennt, dass ich typischerweise eben Daten auf bestimmten Achsen gegeneinander auftrage. Eben, das sind dann die Dimensionen, die ich halt für die Auswertung verwende. Und dass ich entlang dieser Dimensionen dann in die Daten hineingehen kann. Also das heißt, bestimmte Aggregationen machen kann und entlang dieser dimensionalen Achsen beispielsweise in die Tiefe gehen kann oder auch wiederum verdichten kann, um die Daten eben in einer geringeren Auflösung zu betrachten oder auch zwischen verschiedenen Berichten und Auswertungen eben auch hin und her zu springen. Das werden wir im weiteren Verlauf dann ja auch nochmal beispielhaft sehen, wie so eine dimensionale Navigation in den Daten eben dann auch aussieht. Vorher hatten wir ein bisschen was gelernt über verschiedene Anwendungsarten von Datenbanken. Es gibt eben so die klassische Datenbank, die einfach Anwendungen bedient. Das ist dann das klassische OLTP für Online Transactional Processing. Und dann gibt es die Datenbanken, die eigentlich eher für Auswertung genommen werden. Und die nennt man dann OLAP oder Online Analytical Processing. Und in dem Fall benötigen diese beiden Anwendungen eigentlich sehr unterschiedliche Datenbankdesigns. Und diese Designs wollte ich euch ganz kurz vorstellen. Fangen wir mit einem Beispiel an. Angenommen, wir haben ein klinisches Arbeitsblattsystem, das auch Medikation von Patienten dokumentieren kann. Und wir wollen vier Sachen dokumentieren. Wir wollen wissen, wer ist der Patient,
welches Medikament hat dieser Patient gekriegt und von welchem Hersteller ist dieses Medikament? Und natürlich, wann wurde dieses Medikament verabreicht? In unserem Beispiel haben wir jetzt Patient Herr Müller. Herr Müller hat jetzt Aspirin und Heparin bekommen, jeweils von der Pharmafirma Pharma XY am 11.10.2021 um 10 Uhr. So, jetzt ist es so, dass es Grundsätze gibt, wie man eine Datenbank designen soll. Und eines dieser Grundsätze ist, dass man eigentlich keine redundanten Informationen in der Datenbank drin haben will. Was bedeutet das? Wir wollen eigentlich nicht zum Beispiel den Hersteller Pharma XY an verschiedenen Stellen in unserer Datenbank drin haben. Angenommen, der Name dieses Herstellers ändert sich. Es ist ganz schwer in einer sehr komplexen Datenstruktur alle Teile zu finden, wo dieses Feld angepasst werden muss. Und man kommt in Teufelsküche, sollte man jetzt vergessen, ein Feld anzupassen, weil dann ist die komplette Datenbank inkonsistent. Und mit diesem Problem haben sich Informatiker schon sehr lange beschäftigt und haben so gewisse Regeln aufgestellt, wie Datenbank designt werden sollen. Eine Möglichkeit ist es, dass man die Datenbank normalisieren kann. Was bedeutet normalisieren? Normalisieren bedeutet, dass man jede Information nur genau an einem einzigen Feld in einer Tabelle auffindet. Und was das bedeutet, ist, dass man eigentlich diese große Tabelle in ganz viele kleinere Tabellen aufbrechen muss, die sich gegenseitig referenzieren. So, jetzt versuche ich das Gleiche für unser Beispiel zu machen. Eine normalisierte Variante von unserer Dokumentation würde jetzt zum Beispiel so aussehen. Wir haben jetzt in der Mitte die eigentliche Bewegungstabelle oder die Faktentabelle und dort wird eigentlich nur der Zeitpunkt der Medikamentengabe dokumentiert. Alles andere referenziert eigentlich nur andere Tabellen. Es gibt zum Beispiel eine Tabelle, die heißt Patient. Dort ist zum Beispiel Herr Müller erfasst und Herr Müller hat jetzt eine Patienten-ID von 3. Und in dieser Faktentabelle wird dann einfach nur Patient-ID 3 referenziert. Und so muss man den Patienten eben auch nur einmal anlegen. Das gleiche gilt für die Medikamente. Wir haben eine separate Tabelle eben für die verschiedenen Medikamente und wir haben eine separate Tabelle für die Pharmahersteller. So würde jetzt zum Beispiel eine normalisierte Variante aussehen. Und es ist jetzt eigentlich so, dass es jetzt eigentlich in diesem System auch nicht nur darum geht, zu dokumentieren, was der Patient jetzt wann gekriegt hat, sondern vielleicht sollten auch andere Informationen noch in diesem System verwaltet werden, wie zum Beispiel Orders. Wann wurde dieses Medikament bestellt, für welchen Preis? Und das ist dann eigentlich auch sehr einfach, man braucht einfach nur eine zusätzliche Tabelle und diese zusätzliche Tabelle referenziert wieder die Herstellertabelle jetzt in dem Fall und die Medikamententabelle und enthält dann vielleicht noch weitere Informationen, wie zum Beispiel, wie teuer ist dieses Medikament. Wozu das natürlich führt, ist, man hat ein System, das ganz viele Aufgaben übernehmen soll und das sehr viele unterschiedliche Tabellen hat und das macht das Ganze sehr komplex. Man hat praktisch ein Netzwerk von Tabellen, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und um eine brauchbare Tabelle aus diesen vielen Stücke-Tabellen zu kriegen, muss man eigentlich viele verschiedene Tabellen zusammenjoinen in der Operation, damit man dann auch die Fragen beantworten kann, die man an das System hat. Für analytische Daten ist ein normalisiertes Datenbankschema allerdings eher nicht geeignet. Wir haben ganz viele Datenelemente, die wir auf einmal analysieren wollen. Und wie wir gesehen haben, bei einem normalisierten Datenschema muss man eigentlich ganz viele kleine Tabellen miteinander verbinden, damit man eigentlich die Tabelle bekommt, die man dann wirklich anfassen will oder auswerten will. Jetzt
muss man sich überlegen, wenn wir ganz viele Daten analysieren wollen, dann müssen wir ganz viele Joins durchführen. Und jedes Join braucht eine gewisse Zeit für einen Prozessor. Und was man versucht in so analytischen Datenbanken, ist eigentlich die Zahl der Joins zu verringern, einfach weil man so viele davon ausführen muss, weil man so viele Daten auf einmal in die Hand nimmt. Und eine Art der Datenmodellierung ist hier eben das Star-Schema oder das Sternschema, das eigentlich sehr einfach aufgebaut ist. Es gibt eine zentrale Datenbank, die alle Fakten enthält, und um diese zentrale Datenbank, die das Hauptteil der Daten enthält, sind sogenannte Dimensionstabellen angeordnet, die zusätzliche Informationen liefern. Und was man hier versucht zu optimieren, ist eben die Anzahl der Joins und nicht, dass man ein normalisiertes Datenschema hat. Das heißt, duplizierte Daten können hier auch auftreten. Wenn wir das jetzt anwenden auf unser Beispiel, würde ein Sternschema vielleicht so aussehen. Wir haben diese zentrale Faktentabelle. Dort steht dann praktisch drin, welcher Patient wann welche Medikamente bekommen hat. Wobei die Medikamente ausgelagert sind in eine Medikamententabelle, hier auch zusammen gleich mit der Pharmafirma. Und dann haben wir vielleicht eine zusätzliche Patiententabelle. Und wie man hier sehen kann, befinden sich hier auch redundante Informationen in diesen Dimensionstabellen. So, es gibt jetzt dann auch noch einen Kompromiss aus einer normalisierten Datenschema und einem Sternschema, und das nennt sich das Snowflake-Schema oder das Schneeflockenschema. Dort gibt es wiederum diese zentrale Faktentabelle, die die meisten Daten enthält. Und um diese zentrale Tabelle sind wieder Dimensionstabellen angeordnet. Allerdings nicht eine Dimensionstabelle, sondern Dimensionstabellen können wieder andere Dimensionstabellen referenzieren. Was ist eigentlich ein Data Warehouse? Wofür benutzt man das und wofür ist es gut? Genau, also Data Warehouse ist genau der Begriff, den wir an der Stelle jetzt verwenden, um eben diese analytische Nutzung von Daten zu beschreiben. Also ganz wichtig ist, dass so ein Data Warehouse natürlich primär mal eine Kopie der transaktionalen oder operativ genutzten Daten eben darstellt, die für diese analytischen Zwecke eben separat aufbewahrt und aufbereitet werden. Und es gibt eine Definition dafür, die ist schon relativ alt, von Inman in 1996, die eben besagt: A Data Warehouse is a subject-oriented, integrated, time-varying, non-volatile collection of data in support of the management's decision-making process. Und wenn wir das jetzt der Reihe nach mal durchgehen, sehen wir eben auch schon so bestimmte Kernanforderungen, die ein Data Warehouse erfüllen muss. Also dieses subject-oriented steht eben dafür, dass ein Data Warehouse eben schon themenbezogen ist. Also das heißt, es muss jetzt nicht alle Daten umfassen, die in einer Klinik oder einem Wirtschaftsunternehmen tatsächlich erfasst werden, sondern man lädt eben die Daten dort rein, die eben tatsächlich auch im Interessensbereich liegen, wo eben eine Überwachung oder auch Steuerung des Unternehmens an der Stelle eben auch nötig ist. Dann ein ganz, ganz wesentlicher Begriff ist das Integrated. Das heißt, ein Data Warehouse führt in jedem Falle eben Daten aus mehreren verschiedenen Quellen zusammen. Ansonsten würde es aus meiner Sicht eben auch die Anforderungen an so ein Data Warehouse eigentlich eben nicht erfüllen, dann wäre es vielleicht noch ein Data Mart. Und das bringt gerade eben auch den Vorteil, dass so ein Data Warehouse eben Auswertungen erlaubt, die übergreifend sind. Also beispielsweise eben Diagnosen, die ich in der PDV dokumentiert habe, eben gemeinsam mit den Schnittnahtzeiten und Prozeduren, die ich in der OP-Dokumentation erfasst habe, eben auszuwerten. Was mit den Einzelsystemen häufig in der Weise eben nicht möglich ist oder nur mit sehr erhöhtem Aufwand. Dann das Time Varying steht dafür, dass so ein Data Warehouse halt auch über die Zeit fortgeführt wird, dass es eben historische Daten beinhaltet, aber auch Daten, die über die Zeit eben hinzugefügt werden, die möglicherweise aber auch hinzukommen, wenn jetzt beispielsweise neue Systeme dazukommen. Und
in dem Sinne dieses Portfolio an Daten im Data Warehouse halt vergrößern. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der vielleicht auch unterschiedlich umgesetzt sein kann. Das ist dieser Non-Volatile-Aspekt, eben dass die Daten im Data Warehouse auch dauerhaft aufbewahrt werden. Das kann verschiedene Aspekte haben. Beispielsweise ist es denkbar, wenn ein Produktivsystem irgendwann mal stillgelegt wird, dass dann eben Daten, sofern sie jetzt nicht in das Nachfolgesystem migriert werden, tatsächlich auch im Data Warehouse dauerhaft als langjährige Lagerstätte eben dann auch aufbewahrt werden können, um sie dort eben weiter nutzen zu können. Es kann aber auch bedeuten, dass wenn in dem Produktivbetrieb eben Daten nachträglich verändert werden, also beispielsweise hat man vielleicht eine bestimmte Schätzung durchgeführt vorher über zu erwartende Einnahmen, die hat man nachträglich korrigiert und dann ist es in manchen Data Warehouses eben auch üblich, diesen ursprünglichen Stand historisiert und entsprechend zeitgestempelt aufzubewahren, um eben tatsächlich jederzeit diesen früheren Datenstand, auf dessen Basis ja vielleicht auch Entscheidungen getroffen worden sind, eben reproduzieren zu können. Haben wir als letzten Punkt eben noch die Anwenderorientierung. Also das heißt, dass das Data Warehouse sich natürlich ähnlich wie die Themenorientierung auch auf bestimmte Zielgruppen natürlich ausrichtet. Das ist in der Vergangenheit eben primär das Management gewesen, aber gerade im Bereich der klinischen Data Warehouses ist es schon so, dass wir Data Warehousing auch für klinische Anwender tatsächlich auch sehen, also genauso für die Pflege, für die Ärzteschaft und eben nicht nur das Management damit bedienen. Dann abschließend eben noch das Thema Decision-Making, Entscheidungsunterstützung, dass eben das Data Warehousing natürlich auch kein Selbstzweck ist oder um sich die schönen Grafiken anzuschauen, sondern dass eben ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich ist, eben mit den Auswertungen oder auch mit den Modellrechnungen, die ein Data Warehouse bietet, eben dann auch konkrete Entscheidungsunterstützung zu bieten. Ursprünglich eben für das Management, jetzt aber vielleicht auch in anderen Prozessen im Qualitätsmanagement, wobei natürlich bei Entscheidungsunterstützung im medizinischen Bereich natürlich das Medizinproduktegesetz und die entsprechenden Entwicklungs-, Qualitäts- und Dokumentationsanforderungen in so etwas reinspielen. Man sich ja hinterfragen muss, in welcher Konstruktion eben ein Data Warehouse tatsächlich dann auch Bestandteil von medizinischen Entscheidungen auch sein Das kann. war eine sehr gute Einführung in die Theorie. Jetzt versuchen wir wieder mehr zurück in die Klinik zu gehen. Vielleicht können wir jetzt mal so einen Aufbau eines Data Warehouses durchspielen. Ja, genau. Also was wir hier jetzt sehen, sind alte Bekannte, und zwar die verschiedenen Systeme auf der linken Seite, die wir ja schon im vorherigen Vorlesungsteil ja schon kennengelernt haben, die in einem Krankenhausbereich eben typischerweise eingesetzt werden. Hier als Auszug eben die PDV, die Patientendatenverwaltung, das CAS, das klinische Arbeitsplatzsystem und das LIS als Laborinformationssystem. Die können wir hier auf der linken Seite eben als Quellsysteme sehen, die produktiv eben als typische OLTP-Systeme eben eingesetzt werden. Auch mit diesen normalisierten Datenbankschemata, wie der Max es eben ja auch vorgestellt hat. Ein allererster Schritt, den wir typischerweise eben machen müssen, um die Daten rauszubekommen aus diesen Quellsystemen, ist eben der Extraktionsschritt oder auch Extraction. Dort werden die Daten dann typischerweise in eine gemeinsame Datenbank reingespielt, die klassisch im Data Warehousing als Staging-Datenbank bezeichnet wird, wobei es in neueren Ansätzen hier an der Stelle auch den Begriff des Data Lake geben kann. Also das heißt, dass wir Daten in dem Fall nicht nur in Datenbankformaten, sondern auch ganz anderen Formaten, vielleicht strukturierten Dateien oder auch Bilddaten oder andere Messwertdaten, eben einfach in einem übergreifenden Storage ablegen, der eben diese verschiedenen Datentypen eben aufnehmen kann. Klassisch reden wir aber von so einer Staging-Datenbank. Und die bietet jetzt zwei wesentliche Vorteile für die weitere Verarbeitung. Und der eine Vorteil ist einfach die Entkopplung von den Quellsystemen, weil dadurch, dass ich diese Kopie der für das Berichtswesen relevanten Daten aus den produktiven Systemen in die Staging-Datenbank oder in den Data Lake reingeschoben habe, habe ich jetzt hier eine Entkopplung in dem Sinne, dass ich eben die ganze Weiterverarbeitung dieser Daten, das können ja zum Teil sehr umfangreiche und rechenlastige Abfragen sein, die ich damit mache, dass die eben keine Belastung mehr für die Produktivsysteme darstellen, weil die Produktivsysteme ja eine Antwortzeit auch bieten müssen, mit denen die klinischen und administrativen Anwender auch arbeiten können. Und es ist ja gut vorstellbar, dass wenn ich jetzt umfangreiche Abfragen für die Konsolidierung dieser Daten oder auch die Auswertung darauf mache, dass ich dann den Betrieb auf den Produktivsystemen natürlich stören könnte.
Und ein weiterer Vorteil, den ich durch die Staging-Datenbank erreiche, ist, dass ich ja hier Daten aus ganz verschiedenen Quellsystemen, aber auch Quelldatenbanken, vielleicht auch noch ganz anderen Quellen, das können natürlich auch exportierte Dateien sein oder Terminologiedaten, die ich irgendwoher gezogen habe, dass ich das jetzt alles in eine gemeinsame Datenbank reinspiele. Und damit kann ich natürlich diese Daten auch übergreifend gemeinsam abfragen. Also das heißt eben PDV-Daten gemeinsam mit den CAS-Daten abfragen, um jetzt beispielsweise bei irgendeiner klinischen Dokumentation eben gegenprüfen zu können, ob es diese Patienten in der Patientenstammdatenverwaltung überhaupt gibt oder auch eben Datenelemente aus der einen oder anderen Quelle eben auch übergreifend zusammenzuführen. Und damit eröffnen wir jetzt eben den wesentlichen nächsten Schritt in unserer Transformations- oder Verarbeitungspipeline. Das ist eben die Transformation der Daten oder auch Transformation. Bei der Transformation geht es jetzt eben darum, diese Quelldaten, die ja eben eigentlich noch eins zu eins aus den Quellsystemen übernommen worden sind, eben nur in eine übergreifende Datenbank reingespielt worden sind, in ein übergreifend vereinheitlichtes Datenmodell eben reinzubringen. Das ist natürlich auch mit einer Veränderung der Datenstrukturen verbunden, deswegen auch dieser Begriff der Transformation. Und was wir hier jetzt sehr schön sehen können, ist, dass aus allen drei Quellsystemen eben Daten jetzt aus der Staging-Datenbank aufbereitet und in die eigentliche Data Warehouse-Datenbank, die wir hier auf der rechten Seite sehen, eben reingebracht werden. Das können wir an den Farben eben erkennen. Und was wir dort jetzt auch sehr schön wiedererkennen können aus dem Teil, den der Max eben vorgestellt hat, sind eben diese Fakten- und Dimensionstabellen. Um das nochmal zu wiederholen, es ist ja so, dass die Dimensionstabellen eher für Stammdaten stehen, also das heißt Daten, die ich einmalig eben einstelle, wie zum Beispiel jetzt einen Geschlechtskatalog oder einen Katalog von Diagnosen oder Prozeduren oder Altersgruppen und dann anschließend eben den eigentlichen transaktionalen Daten, also das heißt den Daten, die dann zu den einzelnen Patienten dokumentiert werden, eben zuordnen kann, um sie zu gliedern, um sie zu strukturieren oder auch um sie zu filtern. Und das kann man hier sehr schön wiedersehen, eben oder wiedererkennen, wie in einem klassischen Star-Schema eben auch, dass ich dort eben zum Beispiel dimensionale Daten habe, die jetzt aus dem klinischen Arbeitsplatzsystem kommen, jetzt beispielsweise Diagnosen, und dass ich dann eben diesen Diagnosen-Stammdaten, eben dem Diagnosekatalog, dann eben die tatsächlich dokumentierten Diagnosen eben eines oder auch mehrerer Patienten aus den transaktional dokumentierten Diagnosen eben zuordnen kann. Und die sind aber ergänzt um weitere Daten aus anderen Quellsystemen, in dem Fall eben der PDV, wo ich jetzt eben zum Beispiel die Patientenstammdaten, die Demografie, Daten, Alter, Geschlecht, Wohnort und dergleichen eben rausholen kann, um dann eben tatsächlich zu so einer kombinierten Faktentabelle zu bekommen, die sich eben auf dimensionale Daten auch aus beiden Quellsystemen bezieht, eben beispielsweise dem Diagnosenkatalog oder auch eben einem Geschlechts- und Alterskatalog. Und genau das Gleiche sehen wir dann hier unten eben auch bei den Laborfakten, die vielleicht jetzt in gleicher Weise eben die Demografie, aber eben zusätzlich eben dann die Laborbefunde mit Bezügen beispielsweise zu einer Leunk-Hierarchie eben der verschiedenen Laboranalyte eben zeigen können. Und wesentlicher Schritt, der an dieser Stelle auch erfolgt, ist, nachdem ich die Daten eben transformiert habe, also sprich die Dimensionen gebaut habe, die ja auch verschiedene Hierarchieebenen haben können, meine Faktentabellen gebaut habe, und dann müssen die halt noch reingeladen werden in die Data Warehouse Datenbank. Und das ist eben der Schritt des Ladens oder des Loadings. Und damit hätten wir jetzt dann eben auch unsere komplette Pipeline dann auch schon beschrieben, die eben typischerweise als ETL-Pipeline beschrieben wird. ETL steht in dem Fall eben für Extraktion, Transformation und Laden oder auch Loading an der Stelle. Was dann als letztes auf der rechten Seite noch kommt, das ist dann eben das Abfragen dieser Daten, denn wir haben hier das Data Warehouse zunächst mal einfach als eine Datenbank, in der das Ganze drin liegen kann, wobei es sich hier nicht nur um relationale Datenbanken handeln muss, sondern es gibt dort eben auch teilweise optimierte Konstrukte, in denen das In-Memory beispielsweise liegt oder in der eben dann bestimmte Voraggregationen vielleicht auch schon vorgenommen worden sind, um das eben wesentlich schneller und effektiver dann auch abfragen zu können in Form eben sogenannter Cubes oder Datenwürfel, in denen eben diese dimensionalen Ebenen entsprechend voraggregiert vorgehalten werden, um das schneller machen zu können. Und damit können wir dann eben ganz rechts das eigentliche Reporting durchführen, eben Abfragen auf den Daten machen, Grafiken erzeugen oder auch diese dimensionale Navigation auf den Daten eben durchführen. Du hast jetzt das Reporting und diese dimensionale Navigation erwähnt. Kannst du mal ein Beispiel geben, damit wir uns das besser vorstellen können, was das eigentlich bedeutet?
Ja, genau. Also ich hatte ja eben schon erwähnt, dass zu OLAP eben nicht nur die besondere Struktur der Daten dazugehört, mit bestimmten dimensionalen und Faktenstrukturen, sondern dass wir diese Strukturen dann tatsächlich auch benutzen können, um uns innerhalb der Auswertung eben dann tatsächlich auch durch die Daten durchzubewegen. Und das kennen viele von uns am ehesten eben aus den Pivot-Tabellen, die es in Excel gibt, mit denen tatsächlich schon relativ viel möglich ist. Aber wir können eben hier in einem Data Warehouse tatsächlich noch einen Schritt weitergehen und eben auch auf ganz andere Datenmengen und auch Darstellungsformen zurückgreifen, als das jetzt typischerweise in einer normalen Excel-Tabelle halt der Fall ist. Und was ich jetzt hier mal dargestellt habe, ist eine einfache Kreuztabelle, also Pivot-Tabelle, die einfach Kostendaten darstellen soll, die in einem Krankenhaus in verschiedenen Bereichen über die Zeit entstanden sind. Und wir sehen jetzt beispielsweise hier oben bei den Spaltenüberschriften eben die verschiedenen Jahre, die dort eingeflossen sind. Wir sehen in den Zeilenüberschriften eben die verschiedenen Geschäftsbereiche, die das Klinikum vielleicht gehabt hat. Und in den Kreuzungspunkten sehen wir als Kennzahl, also diese Tabellen sind eigentlich immer numerisch aufgebaut, dass ich zu den Dimensionen dann entsprechende Kennzahlen eben in aggregierter Form eben darstellen kann, sehe ich jetzt einfach die Kosten, die dort aufgetreten sind. Und wir können jetzt an der Stelle eben einen sogenannten Drill-Down machen. Das heißt, wir sehen jetzt hier ja sehr, sehr hoch aggregierte Daten, eben ganze Geschäftsbereiche gegen ganze Jahre. Und je nachdem, wo wir jetzt praktisch draufklicken würden in so einer Kreuztabelle, sehen wir eben dann eine Verfeinerung der Daten. Und das ist typischerweise eben beschrieben mit diesem Begriff des Drill-Downs, das heißt das Hineinbohren, das Detaillieren der Daten. Und das Detaillieren haben wir in dem Fall jetzt entlang der Zeitdimension gemacht. Typischerweise ist es so, dass wir uns damit dann eben auch für einen bestimmten Zeitraum dann eine bestimmte Ausprägung entscheiden und an genau der Stelle eben in die Tiefe gehen. Das heißt, 2012 wird jetzt ausgeblendet und wir sehen stattdessen jetzt praktisch die nächst tiefere Ebene unterhalb von 2011. Und das sind in dem Fall eben dann die 4 Quartale, die wir innerhalb von 2011 haben. Und diese Summe, die wir jetzt eben hier gesehen haben für die Verwaltung von 65 Millionen, die wird jetzt hier entsprechend eben aufgeteilt und detailliert über die 4 Quartale, die eben die Verwaltung in ihren Kosten in dem Jahr 2011 gehabt hat. Und das wird analog eben auch für die anderen Geschäftsbereiche so durchgezogen. Und das würde man eben als Drill Down bezeichnen. So einen Drill-Down können wir aber auch auf einer anderen Achse noch zusätzlich machen. Das heißt, wenn wir jetzt die Krankenversorgung anklicken, dann kommen wir vielleicht jetzt in die verschiedenen Fachabteilungen eben der Krankenversorgung rein und sehen jetzt eben für diese Unterbereiche, die wir dort eben sehen, die innere, die Chirurgie, eben jetzt die Aufteilung praktisch genau dieser Zeile hier. Die anderen beiden Zeilen werden ausgeblendet, wie die sich eben auf diese Fachabteilungen in den 4 Quartalen eben aufteilen. Das bezeichnet man dann auch als Slicing und Dicing. Also wenn ich jetzt hier praktisch auf so einer Achse durch so einen Datenwürfel durchgehe, dann ist das ja ein Slice aus dem Würfel. Also das heißt, ich betrachte jetzt eben ein gesamtes Jahr, aber eben das für alle Bereiche, die hier eben aufgeteilt sind. Während wenn ich jetzt hier zusätzlich noch in die Tiefe gehe, dann führe ich ja praktisch auf einer anderen Dimension einen Schnitt durch meinen Würfel durch und dann würde ich das eher so als Dicing, also einen Unterwürfel rausschneiden, praktisch bezeichnen. Und man kann natürlich auch auf zwei Achsen gleichzeitig in die Tiefe gehen. Also wenn ich jetzt nicht hier auf dem Rand klicke, sondern eben mitten in meiner Tabelle rein, dann vertieft er das sozusagen über beide Achsen. Und ich sehe jetzt beispielsweise eben aus dem 2. Quartal 2011 dann die Einzelmonate, die in diesem Quartal drin sind. Und gleichzeitig ist eben hier die Chirurgie, weil die auf der Ebene lag, wo ich geklickt habe, entsprechend dann die einzelnen Kostenstellen, die ich vielleicht innerhalb der Chirurgie in diesem Quartal entsprechend gesehen habe. Gut, das Ganze muss natürlich dann aber auch in andere Richtungen gehen. Also was man beispielsweise dann auch machen kann, wir hatten ja bisher eben den Drill Down über verschiedene Achsen, auch kombinierte Achsen, ist, dass ich auch einen sogenannten Drill Through machen kann. Der Drill Through, der verbindet jetzt praktisch zwei verschiedene Berichte, also zwei verschiedene Datenwürfel oder zwei verschiedene Darstellungsformen, vielleicht auch des gleichen Datenwürfels. Und er teilt sich aber die Filterkriterien eben mit dem anderen Bericht und eventuell eben auch die Aggregationstiefe oder auch die Aggregationsebenen. Und das heißt, dass ich jetzt hier beispielsweise eben, wenn ich verschiedene Kostenarten mir jetzt hier darstelle, eben beispielsweise eben die Personalkosten, dass ich dann eben jetzt hier auf einen anderen Bericht gehen kann, der jetzt eben nicht mehr nur die Kosten darstellt, sondern stattdessen eben die erfassten Zeitstunden zum Beispiel aus der Zeiterfassung. Und das würde man dann eben als einen Drill-Through bezeichnen, wo ich eben
praktisch den Inhalt des Berichtes wechsle, aber die Filterkriterien, soweit sie identisch sind, eben beibehalte. Und dann als letztes Navigationsthema eben dann der sogenannte Roll-up. Das heißt, dass ich eben Dinge auch wieder verdichten kann, dass ich eben dann, indem ich jetzt beispielsweise auf die Summenzeile eines Berichtes klicke, eben jetzt aus dieser Einzeldarstellung einzelner Kostenstellen eben wieder rausgehen kann und auf die Fachabteilungsebene hochgehen kann, um jetzt dort eben beispielsweise, sehe ich ja jetzt hier die Summe der Chirurgie, diese 14.000 Arbeitsstunden, und die tauchen jetzt hier als Detail wieder auf, aber ich sehe eben im Vergleich jetzt auch wieder die anderen Fachabteilungen. Und das ist das, was man eben dann auch als Verdichten auf Deutsch bezeichnen würde oder eben als Roll-up. Um umsetzen zu können, brauchen wir natürlich auch bestimmte Datenstrukturen, die jetzt gerade für den Drill-Through eben auch die Möglichkeit bieten, verschiedene Fakten miteinander zu verbinden. Und das, was wir jetzt hier auf der Folie sehen, das sind eben zwei Star-Schemas, also beispielsweise hätte ich jetzt hier auf der linken Seite ein Star-Schema für Diagnosen, die zu den Patienten dokumentiert worden sind. Und dort sind natürlich im Star-Schema neben der zentralen Faktentabelle eben auch immer mindestens eine oder auch mehrere Dimensionstabellen eben dran. Typischerweise eben jetzt hier der Diagnosenkatalog mit seiner eigenen Hierarchie aus den ICD-Vorgaben, die wir eben vom DIMDI haben. Vielleicht noch einem spezifischen Flag, das eben kennzeichnet, ob eine Diagnose eine Hauptdiagnose ist oder nicht. Und dann eben typischen Dimensionen, die ich eigentlich ganz häufig finde, eben eine Anbindung an die Organisationshierarchie, wo jetzt beispielsweise eine bestimmte Diagnose dokumentiert worden ist, oder auch die Zeitdimension, die mir eben beispielsweise sagt, an welchem Tag, Monat oder auch Jahr eben eine Diagnose dokumentiert worden ist. Damit alleine kann ich ja jetzt schon Auswertungen machen, die ziemlich differenziert sind, also beispielsweise die Entwicklung bestimmter Diagnosen über die Zeit, über die Verteilung über die verschiedenen Fachabteilungen im Haus, oder auch eben, wie sich bestimmte Diagnosen über die Kapitel des ICD verteilen oder auch welche Haupt- und Nebendiagnosen es gibt. Richtig spannend wird es aber in dem Moment, wo ich jetzt dieses zweite Star-Schema auf der rechten Seite dazu nehme. Da habe ich ja jetzt Prozeduren dokumentiert, die zu den Patienten eben erfasst worden sind. Da gibt es Kataloge oder Dimensionen, die halt spezifisch sind dafür, eben jetzt beispielsweise einen OPS-Prozedurenkatalog mit seiner eigenen Hierarchie, die wir vom DIMDI bekommen, oder auch einen Hauptprozedurenflag, das vielleicht sagt, welche der Leistungen oder Prozeduren, die dort dokumentiert worden sind, eben ausschlaggebend für den Behandlungsfall waren. Aber dann gibt es in der Mitte tatsächlich eben Dimensionen, die von beiden Star-Schemas verwendet werden. Eben ganz typisch die Organisations- oder Kostenstellenhierarchie oder auch eine Zeitdimension. Darüber kann ich jetzt tatsächlich eine Verbindung zwischen beiden Faktentabellen herstellen. Man nennt die deswegen auch Conforming Dimensions, also Dimensionen, die eben zwischen beiden Star-Schema übereinstimmend sind und eben Joins dazwischen zulassen. Und damit kann ich jetzt tatsächlich dann auch Diagnosen und Prozedurenfakten gleichzeitig verarbeiten, also beispielsweise sagen, für welche beispielsweise Operationen, die durchgeführt worden sind, sind denn typischerweise welche Hauptdiagnosen erfasst worden. Das nennt man dann auch Multifact-Queries, also Abfragen, bei denen eben Fakten mehrerer Star-Schemas miteinander verwendet werden. Bei solchen Multifact-Queries muss man dann natürlich auch besonders auf die Kardinalitäten achten. Also da ist auch wieder ein hohes Potenzial, dass es auch zu Fehlern kommen kann, wenn ich die Kardinalitäten in den Berichten eben nicht richtig wiedergebe, sodass das ein Thema ist, das sowohl bei der Modellierung als auch später bei der Berichtserstellung halt immer ein besonderes Augenmerk und ein entsprechendes Debugging auch braucht. Grau ist die Theorie, jetzt hat sich das alles sehr sauber, sehr clean angehört. Im Alltag sieht es ja vielleicht ein bisschen anders aus. Was sind denn so deiner Meinung nach die größten Herausforderungen jetzt einfach in der Umsetzung von diesem Data Warehouse? Ja. Ja, es ist ja so, dass wir eigentlich mal als ersten wichtigsten Punkt haben, dass wir im Krankenhaus jetzt eine ganz andere Situation haben als in einem typischen Wirtschaftsunternehmen. Also das heißt, wir haben jetzt nicht einen ganz klar definierten Prozess, der von vorne bis hinten durchgeplant ist, wo von vornherein schon feststeht, wie viele Schrauben in das Auto eingebaut werden oder dergleichen. Wir haben ja keine Werkstücke in der Klinik, sondern wir haben tatsächlich Patientinnen und Patienten, die mit individuellen Erkrankungen und dann eben auch sehr schwierig vorhersehbaren Verläufen und unterschiedlichen Konstellationen von Nebendiagnosen bei uns ins Haus kommen. So dass wir da an der Stelle schon mal einfach eine wesentlich höhere Flexibilität und eine
Ja, einfach iterative Anpassbarkeit auch brauchen dessen, was wir da tun, eben von dem Berichtswesen, von den Datenstrukturen an den Prozess, den wir im Klinikum eben haben. Wobei man tatsächlich trotzdem viele von den Strukturen und Vorgehensweisen natürlich aus dem betriebswirtschaftlich entstandenen Data Warehousing trotzdem auch in einen Klinikbetrieb auch übertragen kann, weil natürlich jetzt Dinge wie die Kostenstellen, Strukturen, die ganze Buchhaltung, vieles aus der Abrechnung natürlich trotzdem sehr, sehr homogen und auch einheitlich identisch eben auch zu dem ist, wie man es eben auch aus dem klassischen betriebswirtschaftlichen Data Warehousing halt auch kennt. Eine Besonderheit in der Klinik ist ja diese sehr heterogene Systemlandschaft. Wir haben für jede einzelne Abteilung ein eigenes System. Was sind da die Herausforderungen, die Daten wirklich zusammenzuführen und in ein großes Ganzes zu gießen? Sind wir da auf verlorenen Posten oder wo fangen wir da am besten an? Also auf verlorenen Posten sind wir sicher nicht, aber es ist tatsächlich schon eine sehr, sehr große Herausforderung, das hinzubekommen und auch am Laufen zu halten, ne, weil wir dort ja nicht nur ein komplexes Gesamtsystem haben aus vielen, vielen Abteilungssystemen und eben einigen wenigen übergreifend eingesetzten Plattformen, wie jetzt beispielsweise eben die PDV, die ja vielleicht so als Mastersystem über alles hinweg eben eingesetzt wird, sondern das Ganze ändert sich ja auch noch über die Zeit. Also wir haben regelmäßige Katalogwechsel, was jetzt zum Beispiel die Diagnosen, Prozeduren und DRG-Kataloge angeht. Aber auch die Systeme ändern sich, werden eben laufend vielleicht umparametriert, bekommen Updates eingespielt. All das müssen wir natürlich irgendwie auch mitführen. Und man könnte jetzt tatsächlich sich vorstellen, dass man mit diesem riesen Zoo von Dutzenden, teilweise vielleicht auch über 100 Systemen, die an so einem Uniklinikum eben eingesetzt werden, überhaupt keine Chance hat, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber im positiven Sinne ist es natürlich so, dass diese ganzen Systeme ja schon miteinander irgendwie vernetzt sind. Also dass wir beispielsweise eben einen Kommunikationsserver dazwischen haben, der eben sicherstellt, dass bestimmte Daten zwischen den Systemen synchronisiert werden, dass wir auch Vorgaben von außen haben, was eben die zu dokumentierenden Katalogen und Merkmale angeht, die teilweise ja sogar standortübergreifend vereinheitlicht sind. Und dass es dann natürlich, wenn wir von der Auswerteseite her schauen, ja auch Initiativen eben gibt, wie die Medizininformatik-Initiative, die ja dann für die wissenschaftliche Nutzung der Daten auch bestimmte Standards vorgeben, wie eben beispielsweise den Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative, wo wir uns eben auf bestimmte Strukturen, auch auf Basis internationaler Standards und Terminologien geeinigt haben, auf die wir eben diesen ganzen wilden Zoo von individuellen Quellsystemen und daraus abgeleiteten Daten am Ende eben doch sehr einheitlich abbilden können. Aus der Praxis heraus ein Problem, das auch immer sehr häufig aufkommt, ist die Datenqualität. Also die Quelldaten sind ja nicht einfach wunderbar ausgefüllt, immer alles in der richtigen Tabelle, sondern da hat man ja viele Lücken drin. Man hat zum Teil falsche Einträge. Wie kann man das konsolidieren? Gibt es da irgendwie ein paar Anhaltspunkte, was man da unternehmen kann, damit, wie heißt das so schön? Damit man am Ende nicht Garbage in, Garbage out hat. Genau. Also das ist ganz sicher ein wesentlicher Aspekt, den man auch immer berücksichtigen muss, wenn man Sekundärdatennutzung macht, weil wir dort ja auch eine Zweckänderung der Daten haben. Die Daten sind ja für bestimmte Zwecke dokumentiert worden. Das ist vorrangig natürlich mal die Abrechnung, wenn wir jetzt an die PDV denken, aber darüber hinaus natürlich einfach der tatsächliche klinische Behandlungsprozess, wenn es um Daten aus den Abteilungssystemen oder auch dem klinischen Arbeitsplatzsystem geht. Und beide Dokumentationszwecke bedingen natürlich, dass die Dokumentation einfach mit einem bestimmten Ziel auch erfolgt, eben beispielsweise eben eine möglichst vollständige Dokumentation zu erreichen, um eine Abrechnung eben dann auch mit einem positiven Erlös für das Klinikum, für den Behandlungsfall zu erreichen oder eben auch eine Dokumentation, um eben den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, die den Behandlungsfall eben dann auch betreuen, auch zu ermöglichen. Und dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser Bias an den Daten, also dass beispielsweise vielleicht eine Diagnose, die eben abrechnungsrelevant ist, vielleicht dann auch eher vollständig dokumentiert wird, als wenn ich eben bestimmte Nebendiagnosen, Nebenerkrankungen habe, die am Ende vielleicht keine Auswirkungen auf die Abrechnung haben oder die vielleicht, je nachdem, was die Codierregeln auch vorgeben, vielleicht auch gar nicht dokumentiert werden dürfen.
Oder wenn ich jetzt daran denke, wie eben freitextuell oder strukturiert dokumentiert wird. Strukturierte Dokumentation ist natürlich zunächst mal hochwertiger und einfacher auszuwerten, garantiert auch eine größere Homogenität, aber macht natürlich einen viel höheren Aufwand, auch wenn ich die Dinge eben nicht einfach runterdiktieren oder eintippen kann, sondern eben tatsächlich strukturiert ausfüllen muss. Und das führt dann an der Stelle eben zu einer Datenqualität, die vor allen Dingen jetzt weniger durch fehlerhafte Daten, aber vielleicht eben durch fehlende Daten eben charakterisiert ist. Und ein ganz wesentliches Mittel, was uns dann natürlich auf der Data Warehouse und Datenintegrationszentrumseite zur Verfügung steht, um dem entgegenzutreten, ist halt diese Datenqualität einfach erstmal objektiv auszuwerten und zu messen. Und das tun wir einerseits natürlich übergreifend für unseren gesamten Datenpool. Also das heißt, bestimmte Metriken zur Datenqualität kann man jetzt einfach mal blanko auf den Datenpool anwenden, um beispielsweise jetzt die Vollständigkeit bestimmter Datenelemente oder auch die interne Konsistenz von Datenelementen gegeneinander auszuwerten. Also jetzt beispielsweise zu schauen, ob eine bestimmte Diagnose, die eben nur bei weiblichen Patientinnen auftreten kann, vielleicht auch mal bei einem männlichen Patienten dokumentiert ist. Oder ob ein bestimmter Laborwert, der eben für eine bestimmte Erkrankung halt pathognomonisch ist, also sie eindeutig nachweist, eben auch mit einer entsprechenden Diagnose hinterlegt ist. Das sind solche generischen Qualitätsmetriken, die ich halt grundsätzlich mal auf einen Datenpool anwenden kann. Und daneben können wir aber die Datenqualität natürlich auch zweckbezogen messen, also für den jeweiligen Auswertungszweck betrachten. Und das wäre dann dieser Aspekt der Fitness for Purpose oder Fitness for Use. Also, dass wir eben einen Datensatz nicht einfach blanko über alle Fragestellungen hinweg identisch betrachten, sondern eben sagen, dass vielleicht ein bestimmter, vielleicht auch unvollständiger oder unvollkommener Datensatz für einen bestimmten Zweck vielleicht trotzdem gut geeignet ist, weil eben für diesen speziellen Anwendungszweck eben ein Merkmal vielleicht gar nicht erforderlich ist oder eben auch ausreicht, wenn es nur in größeren Zeitabständen zum Beispiel erfasst worden ist. Also ein Vorteil in dem Data Warehouse ist ja eigentlich, dass man diese Daten in einen neuen Kontext setzen kann. Das heißt, man kann sogar externe Datenquellen einbinden, um dadurch diese Daten in einem ganz anderen Licht darzustellen. Was für externe Datenquellen könnte man denn zum Beispiel zusätzlich einbinden, um dieses Bild von dem Patienten zu vervollständigen? Ja, also das sind natürlich vielfältige Dinge denkbar, die wir insbesondere dann natürlich auch umsetzen können, wenn wir die Daten vorher eben gut harmonisiert haben, gut standardisiert haben, weil wir dann eben tatsächlich auch standortübergreifend diese Verknüpfung verschiedener Datensätze durchführen können. Also sprich, ich kann einerseits einfach schon mal Daten in standortübergreifenden Verbünden, wie es eben auch die Medizininformatik-Initiative ist, natürlich standortübergreifend auswerten, also sprich Daten anderer Standorte mit hinzufügen. Daten, die ansonsten aber praktisch dort aus gleichen oder vergleichbaren Quellen halt kommen, einfach um zum Beispiel meine Fallzahl zu erhöhen oder eben Daten aus verschiedenen Behandlungskontexten eben übergreifend auswerten zu können. Daneben ist es aber auch möglich, bestimmte Wissensbasen dran zu flanschen, also das heißt eben Knowledge Bases meinem Datenpool zuzuordnen. Und bei sowas würde ich zum Beispiel jetzt eben denken, dass wir durch Hinzufügen einer bestimmten Terminologie oder Nomenklatur, wie jetzt eben beispielsweise SNOMED-CT, eben die Möglichkeit haben, mit unseren Daten eben sehr viel umfassendere Auswertungen durchzuführen, indem wir eben das in dieser Nomenklatur explizit modellierte Wissen eben nutzen können. Beispielsweise eben untersuchen zu können, ob bestimmte Therapien zu bestimmten Diagnosen passen, was ja Dinge sein können, die in dieser Nomenklatur durch die Relationen entsprechend abgebildet sind. Oder es wäre eben auch denkbar, bestimmte genomische oder auch Phänom-Datenbanken eben hinzuzufügen, um entsprechend tieferes Wissen, was in diesen Datenbanken halt hinterlegt ist, über die Ätiologie von Erkrankungen oder über ihre Auswirkungen auf bestimmte Laborwerte beispielsweise, eben an die klinischen Daten halt dran zu binden. Noch ein weiterer Faktor, der natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass ich auch Exposomdaten hinzufügen kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt an bestimmte Erkrankungen denke, die vielleicht wetterabhängig sind, das könnte der Schlaganfall sein, das könnten aber vielleicht auch bestimmte urologische Erkrankungen sein, die eben vielleicht von der Hitze eben auch abhängen, vom Hydrierungszustand, den ein Patient eben dadurch vielleicht auch haben kann, oder Dehydrierungszustand, dass ich durch das Hinzufügen von Wetterdaten eben passend zum Aufenthaltsort des Patienten eben oder vielleicht auch Umweltdaten, wenn ich jetzt an Asthma oder andere Atemwegserkrankungen denke, entsprechend eben dort eine weitere Wissensquelle einbinden kann.
Was natürlich auch ganz naheliegend ist, eben Daten jetzt zum Beispiel von den statistischen Bundes- oder Landesämtern hinzuzufügen, um entsprechend dort eben einen Bezug eben zum Bevölkerungsdurchschnitt zum Beispiel bestimmter Erkrankungen auch darstellen zu können. In der Gesundheitsgeschichte des Patienten ist das Krankenhaus ja eigentlich nur ein sehr kleiner Teil. Es passiert ja viel beim Hausarzt und jetzt ist es so, dass ich glaube, 2021 sollte jede Krankenkasse eine elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, eben diesen kompletten Patienten darstellen zu können? Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade für uns als Universitätskliniken, da wir ja die Patienten tatsächlich nur in einem einerseits sehr auch selektierten Auszug praktisch aus dem Gesamtbestand eben der Erkrankten eigentlich dann sehen. Die ganzen Gesunden sehen wir ja typischerweise gar nicht. Wir sehen die Patienten typischerweise eben auch nicht mehr wieder, wenn wir sie geheilt haben, weil sie dann eben jetzt für ein Follow-up typischerweise ja gar nicht mehr zu uns kommen. Die gehen in die ambulante Versorgung und die Langzeitverläufe der Patienten, die bleiben uns als Uniklinik typischerweise verborgen. Und über die elektronische Patientenakte bietet sich eben tatsächlich hier ein ganz, ganz wichtiger neuer Weg, eben Daten aus der ambulanten Versorgung und vielleicht später tatsächlich auch aus Zeiträumen, in denen die Patienten eben noch nicht oder nicht mehr erkrankt sind und einfach Gesundheitsdaten in ihrer Akte eben auch selbst dokumentieren, im Sinne einer elektronischen Gesundheitsakte, eben tatsächlich diese Zeiträume, die vielleicht für die Früherkennung oder auch Prävention oder auch eben Langzeitprävention weiterer Komplikationen eben wichtigen Zeiträume tatsächlich zu erfassen. Und dafür ist es allerdings wichtig, jetzt nicht nur diese Infrastruktur zu haben, in die das alles irgendwie rein dokumentiert werden kann, sondern den Patientinnen und Patienten eben auch einfache, niederschwellige Wege zu bieten, wie sie ihre Daten eben datenschutzkonform tatsächlich für diese Forschungszwecke auch zur Verfügung stellen können. Jetzt beispielsweise im Rahmen eben einer Datenspende.